Sei herzlich willkommen hier bei dem Podcast The Magic Moments, der Podcast für dich. Worum es hier geht, warum ich die Dinge so auf die Straße bringe, wie ich sie auf die Straße bringe und auch warum ich dich so direkt anspreche, all das möchte ich dir hier in diesem Intro für den Magic Moment Podcast erklären. The Magic Moments, ein Podcast für dich. Durchgesagt durch deinen freien und reinen Kanal. Es geht hier um dich, denn das hier ist dein Leben. Versöhne dich mit dir. Bringe dich in deinen Einklang zu deinem Urwesen, deinem Urquell, über dein inneres Kind und dein jetziges Leben. Versöhne dich mit dir und höre auf zu kämpfen. Mein Name ist Christina Susanne Weitzel. Ich bin die Hüterin der inneren Kinder und Übersetzerin oder Dolmetscherin des Universums. Wenn du hier an dieser Stelle schon aussteigst, die Augen verdrehst und schnaufst und vielleicht das Gefühl hast, boah, ey, geht gar nicht, dann stimm dem doch bitte einfach zu. Stimm dem zu und zieh weiter. Geh du deinen Weg, ich geh meinen, denn ich bin ich und du bist du. Und auf dieser Welt gibt es so viel Platz für dich und für mich und all die anderen Menschen. Zieh weiter und geh du deinen Weg in deiner Frequenz, so tue ich es denn auch. Und wenn du das Gefühl hast, ja, genau das ist meine Sprache, genau das spricht mich an oder irgendetwas reizt mich, irgendwas lockt mich, auch wenn ich vielleicht im Moment noch Widerstände verspüre, ja, dann bleib dran und lausche, was ich dir hier zum Intro, zur Einführung in The Magic Moments erzählen möchte. Zunächst erstmal, was ist denn eine Hüterin der inneren Kinder? Also als Mensch auf dieser Erde kann ich schon immer, auch als kleines Kind schon, die Kinder in uns Menschen und auch in Tieren und auch tatsächlich in Pflanzen spüren. Ich kann ihre tiefen Verbindungen zum eigentlichen Urquell nachvollziehen. Ich kann ihre Sehnsüchte spüren und hören und ich kann ihre Geschichte sehen und auch das Leid, was diese Kinder in sich tragen. Und nun kannst du natürlich argumentieren und sagen, ja, Moment mal, also die inneren Kinder sind ja eigentlich ein Konzept. So viele unterschiedliche Psychologen haben darüber schon berichtet. Es gibt wundervolle Menschen, die darüber tolle Bücher schreiben und sich mit diesem Konzept inneres Kind sehr, sehr tief auseinandersetzen. Und ja, da gehe ich total mit. Wundervoll, dass es dieses Konzept gibt. Ebenso wie all die anderen Darstellungen von inneren Teams oder Parties, um einige zu nennen. Da gibt es ja wundervolle Menschen wie Friedemann Schulz von Thun oder Carl Gustav Jung, Virginia Satir, Fritz Perls und Co. Da gibt es so, so viele und so wundervolle Menschen, so viele Pioniere auch, die diese Konzepte beschrieben haben und eben sich mit diesem inneren Kind und all diesen Anteilen, auch den Archetypen, beschäftigt haben. Doch das ist tatsächlich nicht das, was ich meine. Ich bin natürlich Mensch und hier auf dieser Erde, doch eines habe ich auch mitgebracht und eben genau wie du mitgebracht, aber eben nicht verlernt, nicht verschüttet, aufgrund meiner Lebensgeschichte. Ich bin immer noch ein reiner Kanal, was immer das erstmal in deinen Ohren ja auslösen mag. Primär bin ich also angebunden an meiner universellen Scholle, an meinem Urquell oder vielleicht auch an meinem Bewusstsein, meiner unendlichen Weite, meiner grenzenlosen ja, Energiefähigkeit. Und das ist jetzt nichts, was mich besser oder schlechter machen lässt oder was mich hervorstechen lässt oder besonders macht. Nein, ich bin Tina und das ist auch gut so, dass ich so bin. Nur damit sehe ich eben auch diese Bedürfnisse dieser Kinder. Ich erlebe eben genau das, weil dieser Zustand, dass wir auf die Erde kommen, das ist dieser Zustand von Energiezustand, wenn du so willst. Du kannst dafür einen anderen Namen finden, dieser Energiezustand, der nun Körper wird, also der in das Körperliche übergeht. Und dieser Übergang, der schafft ja Veränderungen auch in unserem Zustand als Bewusstsein, als Urquelle, als Urzustand, als ja, Urkern oder Urwesen, wie immer du das beschreiben möchtest. Und dieses ja fast göttliche oder überirdische oder dieses himmlische, was wir da mitbringen aus dem Universum in diese Welt, ist meine ja Wahrheit für dieses Leben hier. Da musst du ja gar nicht mitgehen und auch da kannst du jetzt aussteigen und sagen, boah, die ist krass oder die ist mir zu spooky oder whatever. Das ist deine Entscheidung, aber du kannst auch einfach lauschen und mal horchen, wohin das jetzt führt. Wenn ich mir also vorstelle, dass ich ein Urwesen bin, ein Urquell, was erstmal als Energiezustand in dem Universum in irgendeiner Form weilt und sich entscheidet, nun auf die Erde zu kommen, dann habe ich hier einen Matchpoint, denn ich bekomme einen Körper als Deal mit Mutter und Vater. All das habe ich mir zugetraut, was auch vieles in meinem Leben hier auf der Erde nochmal anders darstellen lässt, als das, worin sich viele Menschen eben auch befinden, in diesem Opferstatus oder in der Schuldzuweisung nach außen. Doch das ist ein Thema für
Podcast, da hören wir später rein. Jetzt erstmal als Intro diese Idee. Wenn ich also jetzt von Hüterin der inneren Kinder spreche, dann bin ich nicht eine Kindergärtnerin oder eine Heimleiterin, die ganz, ganz viele Kinder retten möchte. Nein, ich kann einfach genau diesen Zustand, diesen Übergang zwischen dem einen zum anderen erkennen. Und ich sehe dann auch, woran diese Kinder, die hier Körper geworden sind, diese Seelenzustände, im primären Begriff mit den oder in der Begegnung mit den Erwachsenen, mit der beginnenden Erziehung, woran die scheitern, woran die vielleicht dann auch kranken oder auch Entscheidungen treffen, die weg von sich führen. Und weißt du, da kann ich dir sagen, das tun wir alle. Und da gibt es keine Schuld oder keine bösen Menschen oder keine, da muss es nicht mal Missbräuche oder Traumatisierungen geben, die es natürlich allerwelts gibt und die grausam sind und dramatisch sind und sowohl bei Mensch und als auch bei Tier und Pflanze unwiederbringliche Schäden auch natürlich hinterlassen und die natürlich auch ihren Raum brauchen und Hilfe brauchen, Unterstützung brauchen. Das steht auch nochmal auf einem anderen Blatt. Aber all das, was wir hier in der Begegnung mit den erwachsenen Menschen haben, hat eben genau diesen Zauber inne, dass wir eben von diesem universellen Element zum Mensch werden. Und diesen Übergang, dieses Leid, diese auch Dramatik oder aber auch diese Kraft, die da drin steckt, das Potenzial, diesen Wunsch nach, ich möchte in diese Welt etwas Besonderes bringen, den Funken, den Feenstaub, die Liebe, was auch immer dir da einfällt, was mit dir in Resonanz geht, all das kann ich spüren. Und natürlich kannst du mich jetzt gerne testen und mal gucken, ob sie es kann. Die Frage ist ja nicht, ob ich recht habe mit dem, was ich sage, oder ob du gerade in Resonanz gehen kannst damit, dass in dir noch viel, viel mehr schlummert als das, was du vielleicht jeden Tag im Spiegel sehen kannst oder all das, was du vielleicht in deinen Gedanken in dir trägst. Mir geht es eben da wahrlich nicht nur um dieses Konzept, da gibt es ein inneres Kind in uns und dieses innere Kind hat irgendein Trauma erfahren oder ein Leid erfahren oder hatte wirklich viele Aufgaben als Kind, weil Mutter oder Vater im Leid waren, krank waren. Natürlich, von der Seite können wir rangehen, kann ich auch rangehen, das habe ich gelernt. Ich habe diverse Ausbildungen gemacht in dem Bereich. Ja, natürlich, darüber gehe ich auch häufig in der Begleitung mit Menschen. Ich bin zutiefst Coach, ich bin Therapeutin, all das habe ich mitgebracht. Doch mein Fokus auch in den letzten Jahren hat sich mehr und mehr darauf bezogen, dass ich mehr und mehr erkenne, es geht gar nicht um dieses menschliche, irdische, sondern es geht darum, dass wir diesen göttlichen Funken in uns wieder wahrnehmen, dass wir diese Quelle in uns spüren, denn die ist eben nicht auf das Körperliche begrenzt, sondern wenn wir das freilegen, eben weit über unsere Grenzen hinaus. Und das ist das, was ich eingangs meinte damit, als ich sagte, wir sind eben weit mehr als dieser Körper, wir sind eben grenzenlos, wir sind unendlich, wir sind bedingungslose Wesen, die eben universelle Energien haben, die wir hier auf dieser Erde auch platzieren mögen und gleichsam dann unsere Körpererfahrungen machen. Und hätten wir eben keinen Körper, und das ist so wichtig, dass wir das auch verstehen, würden wir all diese Erfahrungen nicht machen können. Und wenn wir immer nur mit einer Fußspitze quasi auf der Erde andocken, dann werden wir auch diese Erfahrung, die wir eigentlich brauchen, um dann auch als Energiezustand weiterzuziehen, können wir dann direkt knicken und machen die nächste Runde, weil das reicht nicht. Wir brauchen dieses wirkliche körperliche, dieses körperliche Dasein. Und das erzähle ich dir natürlich in den einzelnen Podcasts, die du hier hören kannst, noch etwas näher. Und du kannst auch in meinen Büchern, im Blog und auch in den einzelnen Angeboten schauen, ob da etwas dich anspricht, wenn dir bis hierhin meine Sprache, meine Art, die Dinge zu sehen, gefällt. Folge mir deshalb auch gerne hier bei YouTube oder in dem Podcast für Spotify und all die anderen, die hier angegeben sind. Guck auch gerne in meinem Blog, all das habe ich verlinkt hier unten drunter und ich freue mich, dir einfach wieder zu begegnen. Denn das hier ist dein Leben. Jetzt bestimmst du.